Heute ist nicht nur Feiertag in den USA, Memorial Day, sondern in London auch ein Bankfeiertag. Das heißt, die gesamte Liquidität etwa im Devisenbereich ist heute nicht vorhanden, sodass spätestens ab um und bei 11 Uhr in Europa die Märkte hirntot sein dürften, weil ohne die Amerikaner geht es nicht. Also nutze ich mal die Gelegenheit und gucke, wie ist die Lage, wo stehen wir gerade in Sachen Zinsen, in Sachen Aktienmärkte, in Sachen Wirtschaft. Denn da hat sich in der letzten Woche Interessantes ergeben. Starten wir mal mit der US-Wirtschaft, Economic Surprise Index, der ja bis zu Anfang der letzten Handelswoche so schwach war wie seit 2022 nicht mehr. Mit anderen Worten, die Daten, die reinkamen, waren enttäuschend, enttäuschten die Erwartungen im negativen Bereich. Letzte Woche haben wir hier einen Switch gesehen. Wir hatten die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter deutlich besser, allerdings nur deshalb, weil der Vormonat so massiv nach unten revidiert wurde, also die Latte so tief gelegt wurde im Vormonatsvergleich, dass man da positiv drüber springen konnte. Eigentlich Augenwischerei. However, das Entscheidende war aber der Einkaufsmanager-Index für Gewerbe und Dienstleistungen, der super heiß ausgefallen ist, vor allem im Dienstleistungssektor mit 54,4. Das war das höchste Niveau seit über 2 Jahren. Vor allem die Preisanstiege zu bedenken, gerade jetzt eben auch im Gütersektor aufgrund steigender Löhne und den steigenden Rohstoffpreisen. Daher die Märkte am Donnerstag auch ein bisschen verschreckt. Oh, starke Wirtschaft und Preisdruck heißt, die Zinsen können nicht sinken. Dann am Freitag haben wir die zweite Veröffentlichung, auf die normal kaum geachtet wird, gesehen. Verbrauchervertrauen Uni Michigan, und dort haben die Inflationserwartungen der Amerikaner ein bisschen nachgelassen. Hurra, hat man sich gesagt, das ist positiv. Die Amerikaner erwarten weniger Inflation, also wird auch weniger Inflation kommen. Hier sehen wir das alles gespiegelt, und da könnte man fast ja die Aktienmärkte drüber legen in den Zinssenkungserwartungen, die gefallen sind wegen den guten Nachrichten aus der US-Wirtschaft und dann am Freitag allerdings wieder ein bisschen einen Auftrieb erhalten haben, nämlich diese Zinssenkungserwartungen aufgrund dieser Uni Michigan Inflationserwartung. In der Summe Kapitulation der Bären, Mike Wilson, wir wissen es, hat kapituliert. Die Tech Rally bereitet den Bären Schmerzen, aber wenn wir mal genauer hinschauen, was Sie hier rechts in der Grafik sehen, dann sehen wir hier 4 Indizes, nämlich Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 und Russell 2000, und 3 davon sind negativ gewesen in der letzten Handelswoche. Nur der Nasdaq ist positiv gewesen. Warum? Er schließt sich von selber. Natürlich nie wieder Nvidia, die mit den Zahlen Euphorie ausgelöst hat. Wir sehen auf der anderen Seite, dass trotz geopolitischer Risiken, China hat jetzt dieses Militärmanöver beendet, aber im Grunde mit diesem Militärmanöver klar gemacht, was man vorhat, und zwar wahrscheinlich in nicht allzu langer Zeit vorhat mit Taiwan. However, wir sehen, dass die Volatilität nicht nur bei den Aktienmärkten, sondern auch etwa an den Anleihemärkten, etwa an den Devisenmärkten sehr, sehr gering ist. Also es ist so ein bisschen hirntot. Wir haben ja minimale Umsätze auch gesehen an den Aktienmärkten, und so sagt jetzt etwa Goldman Sachs, also passt auf, wahrscheinlich wird es keine Zinsanhebungen geben. Das hat ja der Jerome Powell immer wieder gesagt, auch wenn im Fed-Protokoll einige das sogar bevorzugt haben, die gesagt haben, also wenn die Inflation weiter hier auf der Oberseite überrascht, müssen wir Zinsen anheben. However, es ist aber auch nicht gerade Eile jetzt angesagt, bei der Fed wohl die Zinsen zu senken. Und deswegen sagte Goldman Sachs, naja, um sich abzusichern, also zum Beispiel den VIX auf der Long-Seite zu spielen, als Hedge gegen ein Long-Portfolio mit Aktien, das sei so günstig wie kaum zuvor. Und wenn wir mal zu den Aktienmärkten in den USA kommen, etwa den Nasdaq 100, dann sehen wir hier diese rote Kerze am Donnerstag. Die Amerikaner sagen zu einer solchen Kerze, wenn sie Trader sind, eine Control Bar, also eine Kontrollkerze. Und wenn du drüber hinausgehst, wenn du also das Hoch, das wir gesehen haben, bevor dieser Abverkauf kam, wenn du das überschreiten kannst, dann wäre im Prinzip diese Negativkerze pulverisiert, wäre liquidiert, wäre neutralisiert in gewisser Weise. Dagegen, wenn du unter das Tief vom Donnerstag fällst, dann wäre das der Beleg, dass da jetzt irgendetwas sich verändert hat, dass da etwas passieren wird auf der Unterseite. Also wir werden bald wissen,
auf welche Seite man hier raus will. Wir sehen der Nasdaq auf Monatsbasis im Anschlag mit negativen Divergenzen. Ein bisschen Platz wäre bei den Indizes jedoch noch wohl vorhanden auf der Oberseite, um diese negative Divergenz dann zu komplettieren. Aber eins ist, glaube ich, das, was viele jetzt auf dem Schirm haben plötzlich, nämlich die unteren Einkommensschichten in den USA. Hier sehen wir mal die Erwähnungen von Sorgen über die Konsumenten, besonders am unteren Ende dieser Konsumenten, ist jetzt in den Earnings Calls, also in den Calls, als die Unternehmensvertreter sozusagen zu den Analysten, zu dem Publikum sprechen, ist es sehr, sehr deutlich gestiegen. Wir sehen, dass McDonald's, jetzt auch Burger King versuchen mit so 5 Dollar Angeboten für eine Mahlzeit zu punkten. Die Franchise-Nehmer dieser McDonald's und Burger King Filialen sagen wir, da arbeiten wir nicht kostendeckend, da machen wir Verlust mit solchen Geschichten, das können wir gar nicht machen, aber man muss offenkundig die Konsumenten bei Laune halten. Hier sagen jetzt bei einer neuen Umfrage 78% der Amerikaner sagen, dass hier Fastfood sei ein Luxus inzwischen aufgrund der gestiegenen Preise, und die Preise in diesem Bereich sind deutlich stärker gestiegen als eben die Inflation selbst, um 100% in etwa 2 bis 3 Jahren. Seit Corona 75% der Amerikaner essen mindestens einmal Fastfood die Woche, aber 62% sagen, die hohen Preise hindern mich daran, es öfter zu tun. Also 50% sagen, ich kann mir das nicht leisten, weil ich finanzielle Probleme habe. Also das ist schon ziemlich enorm. Wir sehen, dass das untere Ende offenkundig der Konsumenten abnimmt und oder die Stärke dieser unteren Einkommensschichten abnimmt. Und wir sehen das jetzt auch bestätigt in Kreditkartendaten aktuell bei der Bank of America, die sagen, also im Vergleich zum Vorjahr sehen wir einen Rückgang von minus 1,9%. Das heißt, das wird jetzt schwieriger. Die Geschenke aus der Corona-Zeit, Helikopterchecks etc. sind verpufft. Die Leute haben letztendlich ihren Lebensstil aufrechterhalten, indem sie die Kreditkarte bis zum Maximum beansprucht haben. Der Zinseszinseffekt killt die Leute jetzt, aber deswegen sehen wir wahrscheinlich diese immer stärkere Konzentration im Aktienbereich. Man hat ja Headlines gesehen, also die Rallye im S&P 500, die verbreitert sich auch jenseits von Tech. Naja, Tech hat jetzt 31% Gewichtung in dem Index, und Hedge Funds sind wohl ziemlich aktiv dabei, jetzt Aktien zu verkaufen, so stark wie seit Januar nicht mehr, eben vor allem außerhalb des Tech-Bereichs, weil sie sagen, die Wirtschaft wird schwächer, der Konsument wird schwächer, und die Frage ist, wie geht das Ganze weiter, wenn wir jetzt mal vorausblicken, zum Beispiel auf die Wahl. Da versucht ja Biden jetzt mit Kampagnen seinen Stimmungsnachteil ein bisschen auszugleichen. Bill Gross sagt, also wenn Trump die Wahl gewinnt, dann wird das für Anleihen eine Katastrophe, denke ich auch. Dann dürften die Anleiherenditen nach oben schießen, einfach weil seine Programme für weitere Steuersenkungen und teure Dinge eintreten. Also die Ausgaben dürften nicht weniger werden, aber die Einkommen aufgrund von Steuersenkungen, die Trump vorhat, dürften fallen. Das heißt, die fiskalische Position, die Solidität des Budgets der Amerikaner wird sich noch weiter verschlechtern, weswegen die Kapitalmarktzinsen steigen. Auf der anderen Seite hat jetzt der Blackstone-CEO Steve Schwarzman gesagt, ich unterstütze Trump, und hinter ihm steht ein nicht geringer Teil der Wall Street, die sehr genau darauf achten, was Schwarzman macht. Der sagt übrigens, wegen des aufkommenden Antisemitismus in den USA, Trump bekennt sich ja ganz klar zu Israel, hat er damals die Botschaft oder mit Unterstützung der Amerikaner konnten die Israelis ihre oder konnten die Amerikaner ihre Botschaft nach Jerusalem verlegen, weg aus Tel Aviv. Also Trump klar pro Israel, klarer jedenfalls als Joe Biden, wie es derzeit aussieht. Kommen wir nochmal nach China, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt Industrieprofite gesehen, die um 4% gestiegen sind, war so erwartet worden, nachdem wir im März hier schwache Zahlen gesehen hatten, sogar negative Zahlen. Frankreich hat es gewarnt, also diese Überkapazitäten, und das ist das große Problem Chinas derzeit. Man produziert mehr, als man im Inland verkaufen kann. Der Konsum schwächelt, die Produktion wird immer mehr gesteigert, dadurch werden die Überkapazitäten gesteigert. Dadurch kannst du das Ganze nur
letztendlich abverkaufen, indem du ins Ausland exportierst. Jetzt sagen die anderen, nee, also wir wollen nicht von euren Waren überschwemmt werden, die ihr subventioniert herstellt und unsere Industrie dann kaputt macht. Genau das dürfte jetzt diesen Konflikt weiter verschärfen. Hier sehen wir mal die Stagnation in Dollar zumindest in einem Chart zwischen den Amerikanern. Das BIP geht ja deutlich nach oben, natürlich auch, weil man eine Schuldenorgie allererster Güte hat, weil man auf Pumpen natürlich hier stimuliert, das wird sich irgendwann rächen, aber wir sehen, die Chinesen tun das inzwischen jetzt auch, aber in Dollar geht das BIP sogar leicht zurück. Und wenn wir jetzt mal nach Europa springen, die EZB hat jetzt so ein bisschen klar gemacht, okay, wir werden die Zinsen schon senken im Juni, aber danach wird es ein bisschen schwieriger, denn hier Lane, der Vizechef der EZB, der Chefvolkswirt der EZB, so muss es heißen, der hat gesagt, wir werden länger eine restriktive Geldpolitik behalten müssen. Man rechnet offenkundig, dass die Inflation wieder ein bisschen nach oben geht, wegen gestiegener Löhne. Und wenn wir jetzt wieder nach Deutschland kommen, dann sehen wir mal, was war das Kernstück des deutschen Geschäftsmodells? Billige Energie aus Russland. Dann hatten wir Cheap Subcontractors in Eastern Europe. Also haben Polen und so weiter haben für uns Arbeiten erledigt. Das hat die Preise gedrückt in Osteuropa. Und wir hatten eben diese wachsende Business Relations, diese wachsende Wirtschaftstätigkeit, Exporte etc. nach China. China hat jetzt seine Themen. Wir sehen, dass all das jetzt in Frage steht. Die Industrieproduktion in Deutschland nimmt deutlich ab. Und wir sind aber mental noch gar nicht darauf vorbereitet, dass sozusagen all diese Faktoren gegen uns sprechen. Hier sehen wir mal, das, was DAX-Unternehmen an Umsatz erzielen, aber wie viel Prozent? 22% USA, 18% Deutschland, 15% China und 24% Eurozone. Also Eurozone das Wichtigste, dann kommen die Amerikaner, dann kommt Deutschland selbst und dann kommt China. Also hier sehen wir, das sind derzeit die Verteilungen und gucken wir uns mal die Produktion im produzierenden Gewerbe an, weil heute um 10 Uhr der IFO-Index kommt, dann sehen wir, dass alle anderen Länder zulegen konnten seit die Corona, nur wir haben minus 9,2% verloren. Warum? Weil wir glauben, dass wir Alleingänge machen könnten in Sachen Energiepolitik, damit unsere Industrie belasten. In der Summe bringt das dem Weltklima gar nichts. Aber hier ist offenkundig der Himmel über Berlin entscheidend und vor allem der entscheidende Punkt dadurch, dass wir alles elektrifizieren und auf Strom und Solar- und Windkraft setzen, gefährden wir unsere Versorgungssicherheit, wie der Bundesrechnungshof ja im März festgestellt hat. Risiko einer erheblichen Lücke an gesicherter steuerbarer Kraftwerksleistung. Die Annahmen im Monitoring zur Versorgungssicherheit sind wirklichkeitsfremd. Also wir sehen, klarer kann ein Bundesrechnungshof die Politik der Bundesregierung in Sachen Energie nicht kritisieren. Wir gehen immense Risiken ein. Wir wollen erstmal dann unsere Gasinfrastruktur zerstören, weil wir sagen, brauchen wir nicht mehr, bevor wir dann eine funktionierende andere Struktur haben. Also das Kennzeichen dieser Politik ist erstmal, ich springe ins Wasser von einem 5 oder 10 Meter Brett und gucke mal, ob das Wasser tief genug ist. Wird schon tief genug sein, das ist so ein bisschen die irrationale Annahme. Und all das führt dazu, dass Deutschlands Aktien in der Summe weniger wert sind als Nvidia. Und Nvidia alleine hat gestern oder hat in der letzten Woche das gewonnen, was Siemens, Deutsche Telekom und Mercedes an Marktkapitalisierung auf die Waage bringen. Und hier sieht man dann auch in Deutschland so ein bisschen diese, wie soll ich sagen, dieses mangelnde Problembewusstsein, dass uns die Wirtschaft so langsam der Boden unter den Füßen uns weggezogen wird, weil wir auf Kosten der Substanz leben. Noch ist die Substanz da, die wird aber immer geringer und dann haben wir eben, wie jetzt auch dieser gute Mann Christian Rieck gezeigt hat, noch die Situation in den Medien und eben auch bei KI, die ja alles andere als neutral ist. Er kann zum Beispiel zeigen, dass ChatGPT offenkundig eine gewisse Neigung zu grünen Antworten hat. Und die EU sagt jetzt, wir haben sehr, sehr viele falsche Informationen durch ChatGPT, ist nicht unbedingt besser geworden, hat man das Gefühl. Also die KI ist eigentlich eine Enttäuschung, aber sei es drum, das wird natürlich Datenproduktivität und so, meine Damen und Herren, Sie wissen Bescheid. Kommt die große Korrektur erst mit der Senkung der Zinsen? Das klingt erstmal paradox, aber das ist ein interessantes Big Picture über die Märkte.
wann es ungemütlich werden könnte oder was dafür passieren muss. Erste Empfehlung, gerne weitergeben mit der Social Media. Dann zweite Empfehlung. Ich hatte es vorhin angedeutet, die Zinsen werden länger hoch bleiben. Im Grunde sagt jetzt die EZB, naja, wir können uns keine wirklichen Alleingänge leisten. Wir werden vielleicht im Juni die Zinsen senken, aber dann ist erstmal Schluss, wenn die Fed sich nicht bewegt. Zweite Empfehlung, die dritte Empfehlung, die Bären haben Schmerzen erlitten und die Stimmung ist großartig, was da sozusagen im Inneren die Welt zusammenhält. Das sehen Sie in diesem Artikel, diese drei Artikel, also empfehle ich heute Marke Förster, wahrscheinlich einen Ticken früher wird ja nicht so viel los sein. Servus, ciao.